Die Bauforum 24 TV Baumann News werden präsentiert von Zeppelin. Seinen Startschuss für den Markteintritt erlebten während der Weltleitmesse Bauma 2016 die neuen Liebherr-Radlader X-Power. Ein Großradlader der Abgasstufe 4 markieren mit ihrem leistungsverzweigten X-Power-Fahrantrieb und den größeren Achsen einen Meilenstein in der Technikhistorie Liebherrs. Wir wissen seit langem, dass die Hydrostatik im kurzen Ladespiel die effizienteste Variante ist, einen Radlader zu betreiben. Sobald wir aber auf lange Strecken brauchen, ist natürlich die Mechanik mit dem geringsten Wirkungsgradverlust sehr effizient. Und dieses System wird hier kombiniert. Also fahren wir grundsätzlich immer mit zwei kombinierten Systemen. Das Einzige, was sich ändert, ist das Verhältnis zwischen Hydrostatik und Mechanik. Das heißt, wir beginnen beim Hineinfahren in den Haufen oder beim Anfahren, beginnen wir mit einem sehr hohen hydrostatischen Anteil und mit einem relativ geringen mechanischen Teil. Sobald sich die Geschwindigkeit ändert und der Einsatz ändert, ändert sich rein das Verhältnis der Übertragung Hydrostatik und Mechanik. Wir haben natürlich unsere neue Generation X-Power im Feld getestet gegen unsere eigenen Vorgängermodelle, aber auch natürlich gegen die Wettbewerber aus dem Premium-Segment. Und wir haben festgestellt, dass wir einen Kraftstoffvorteil von bis zu 30% haben. Die Kabine ist komplett neu entwickelt worden, auch im Einstiegsbereich. Wir können jetzt für unsere Kunden eine Fernbedienung anbauen. Das heißt, der Fahrer geht in einem Dreischichtbetrieb, wenn es dunkel ist, geht er zu der Maschine hin, drückt auf seine Fernbedienungsschlüssel. Die Tür öffnet sich automatisch und die Kabinenbeleuchtung wird eingeschaltet, sodass der Einstiegsbereich komplett beleuchtet ist, wenn der Fahrer in der Nacht zu seiner Maschine gehen will. Wir haben auf unserem 566er noch ein 360-Grad Skyview-Kamera mit ausgestellt. Es gibt keinen toten Winkel mehr. Der Fahrer sieht in der Kabine von oben den Blick auf seinen Radlader komplett rundherum. Das wird über vier separate Kameras aufgenommen, die auf dem Radlader positioniert sind. Und dann werden in einem System, in einem Computersystem, diese vier Bilder übereinander gelegt und in einem Display dargestellt. Die Bauforum 24 TV Baumann News wurden präsentiert von Zeppelin. Bauforum 24 TV. Construction in Motion.